Eine Türstation der Serie 5 IP ist die intelligente und sichere Lösung für Bewohner von Ein- oder Zweiparteienhäusern und für ihre Besucher. Das Suchen nach dem Haustürschlüssel kann lästig sein. Die Eingabe einer zuvor einprogrammierten Tastenkombination löst den Schaltkontakt des Türöffners aus. Die Tür wird geöffnet. Guten Tag. Ja, hallo, hier ist die Frau Schmidt. Ich komme zum Termin um 15 Uhr. Treten Sie ein, ich mache Ihnen die Tür auf. Guten Tag, ich habe zwei größere Pakete für Sie. Am besten legen Sie es in die Garage. Okay. Ich mache Ihnen das Tor auf. Jede Kamera der Serie 5 IP ist mit einer Infrarotbeleuchtung ausgestattet. Sie liefert dank IR-Cut-Filterung im Tagesmodus und bei Nachtsicht einwandfreie Bilder. Im Sabotagefall löst die Unterbrechung der Stromschleife einen lauten Alarmton aus. Gleichzeitig wird eine E-Mail mit Bild und Information des Sabotagealarms versendet und die Verbindung physikalisch getrennt. Türstationen der Serie 5 IP können auf zwei verschiedene Arten in die Hauskommunikation integriert werden. Eine Variante ist die Lösung mit einem Behnke PoE-Switch. Durch die Verwendung eines PoE-Switch in Kombination mit einem Wandpanel oder einem IP-Bildtelefon entsteht ein eigenes System. Der Anschluss an eine Telefonanlage ist nicht notwendig. Das Bildtelefon wird, wie hier dargestellt, einfach mit dem PoE-Switch verbunden. Die Verwendung eines Secure-Adapter erhöht die Sicherheit und dient dem Schutz von Netzwerken. Um Sabotage wirksam zu verhindern, wird der Adapter im gesicherten Bereich in die Netzwerkleitung eingeschleift und mit der Türstation verbunden. Bei einem Sabotageversuch schaltet der Adapter die Spannung und alle Verbindungen der Netzwerkleitung zur Türstation ab. Zusätzlich wird auch der Türöffner abgetrennt. Neben der Möglichkeit des Betreibens der Türstation über einen PoE-Switch kann der Aufbau mit einer IPTK-Anlage realisiert werden. Mögliche Gegenstellen sind in diesem Fall zum einen ein Tablet oder Smartphone mit der SIP-App TC Behnke. Dieses System funktioniert sowohl komplett autark im lokalen Netzwerk als auch unterwegs ohne Reichweitenbegrenzung, sicher verschlüsselt über Internet oder UMTS bzw. LTE. Das Smartphone oder Tablet empfängt Live-Bild und Anruf der Behnke-Türstation. Eine weitere mögliche Gegenstelle ist ein DECT-Telefon, das über LAN, AB oder Funk mit der TK-Anlage verbunden wird. Die Option, die Sicherheit durch einen Secure-Adapter zu erhöhen, besteht in diesem Aufbau genau wie im zuvor gezeigten mit PoE-Switch. Um Sabotage wirksam zu verhindern, wird der Adapter im gesicherten Bereich in die Netzwerkleitung eingeschleift und mit der Türstation verbunden. Bei einem Sabotageversuch schaltet der Adapter die Spannung und alle Verbindungen der Netzwerkleitung zur Türstation ab. Zusätzlich wird auch der Türöffner abgetrennt.